Ins Haus, Junge. Du warst zu zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel... besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von... Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest
nicht hören. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Masche. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Betten? Verschwinde von hier! Etwa einen wunden Punkt getroffen. Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön, vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Finden wir es heraus! Du langweilst mich immer noch. Was hast du zu verbergen? Du bist ein Narr! Bist du einer von den ganz Fiesen? Ah!
etwa schon gehen? Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu schmal. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jemals! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst mich nicht besiegen! Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Na los, tu es! Thank you.
Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, deine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja. Aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Wieder allein. Verstanden? Verstanden. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf. Thank you.
Idee. Junge. Jawohl. Dieser hängende Eimer, ein Opferfass. Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Er sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Ha! Ah!